Nach einer wahren Begebenheit aus dem Buch »Der Blitz hat eingeschlagen« von Frau Dr. Gloria Polo Oritz. Teil 12. Du sollst nicht Unkeuschheit treiben. Nun, beim sechsten Gebot habe ich zu mir gesagt, »Na endlich, wenigstens bei diesem Gebot können Sie mir keine Übertretungen vorwerfen. Sie werden mir keinen Liebhaber vorhalten können, weil ich seit meiner Hochzeit mit einem Mann intim war, nämlich mit meinem Ehegatten.« Auf einmal wird mir gezeigt, dass ich jedes Mal, wenn ich meinen Busen nackt herzeigte und meinen Körper mit einem sexy Bikini zur Schau stellte, fremde Männer dazu verführt habe, mich anzuglotzen, dabei schlechte Fantasien zu bekommen und dadurch zur Sünde zu verleiten. Und auf diese ganz einfache Art und Weise bin ich, so zwischendurch, auch in den Ehebruch hineingerutscht. Aber auch mit meiner Art, dass ich anderen Frauen immer wieder geraten habe, sie sollten ihren Ehemännern untreu sein, indem ich sagte, »Seid doch nicht blöd! Zahlt es ihnen heim! Verzeiht es ihnen nur nicht, sondern trennt euch und lasst euch besser schnell scheiden!« Allein mit diesem Gerede und diesen schlechten Ratschlägen hatte ich mich an einem verabscheuungswürdigen Ehebruch beteiligt bzw. mitschuldig gemacht. Und so habe ich bei dieser Schau meines Lebens auch glasklar erkannt, dass die sogenannten Sünden der Fleischeslust abscheulich sind. Sie verführen direkt in die Verdammnis und sind ganz strikt abzulehnen, auch wenn viele Menschen es heutzutage schon normal finden und sagen, dass das dufte und ganz toll wäre, dass man diese und jene Erfahrung einmal selbst gemacht haben müsste, dass man es probiert haben muss, um zu erfahren, ob man dabei Lust empfindet oder zu einem ganz speziellen Höhepunkt kommt. Manche schrecken gar nicht davor zurück, sogar den Vergleich mit den Tieren als Argument für ihr Tun heranzuziehen und sagen, »Lasst es uns so wild treiben wie die wilden Tiere!« Auch für die Homosexualität wird oft das Argument gebracht, dass sie ganz natürlich und Gott gewollt sei, weil es ja auch schon bewiesen sei, dass es auch im Tierreich homosexuelle Paarungen gibt. Ja, merken wir denn nicht, dass wir uns dadurch die Tiere zum Vorbild nehmen? Und dass es gleichbedeutend ist, wie die Seele wegzuwerfen? Das, was uns als Gottes Ebenbild auszeichnet, nämlich die von ihm in jedem Menschen geschaffene, unsterbliche Seele, werfen wir dadurch vor die Hunde. Leider habe ich mich in meinem Leben von der Hand Gottes losgerissen. Ich musste traurig feststellen, dass die Sünde nicht nur die ausgeführte Tat ist, sondern auch in den geheimsten Gedanken und in meiner Seele kann ich schwer sündigen. Es heißt ja auch im Schuldbekenntnis, in Gedanken, Worten und Werken. Es war auch sehr leidvoll für mich erkennen zu müssen, wie all diese begangenen Sünden Folgen haben und lange Zeit hindurch weiterwirken. Die Sünde des Ehebruchs, besser gesagt der Ehebrüche meines Vaters, hat auch seinen Kindern großen Schaden zugefügt und ihre Seele erstickt. Ich bin dadurch zu einer Verächterin aller Männer geworden und meine Brüder sind richtige Abziehbilder, waschechte Kopien meines Papas geworden, die überall groß damit angaben, dass sie noch echte Machos, richtige Weiberhelden und große Säufer sind. Und sie bilden sich darauf auch noch viel ein, posaunen es stolz in aller Welt hinaus. Sie haben sich keine Rechenschaft darüber gegeben, wie sehr sie dadurch ihren eigenen Kindern wieder Schaden zufügen. Und deshalb sah ich meinen Vater in der anderen Welt so bitterlich weinen. Er hat erst dort begriffen und gesehen, wie sehr er seine Sünde auf seine Söhne und auch auf seine Tochter vererbt hat. Und er hat mitbekommen, welchen Schaden er dadurch in der göttlichen Ordnung und in der Schöpfung Gottvaters angerichtet hat. Du sollst nicht stehlen. Im siebten Gebot, du sollst nicht stehlen, war ich meiner Sache wieder ganz sicher.
Ich stufte mich als sehr ehrenvoll ein und hatte mir nichts vorzuwerfen. Aber der Herrgott zeigte mir auf drastische Weise, dass bei mir zu Hause viele der reichhaltig vorhandenen Lebensmittel zu faulen und zu schimmeln begannen, weil wir einfach mit zu großen Augen einkauften und gar nicht alles essen konnten. Also während ich Lebensmittel verderben ließ, gab es so viel Hunger auf der ganzen Welt. Und als er mir das vor Augen führte, sagte er dazu nur: Ich war hungrig und schau her, was du mit dem gemacht hast, was ich dir gegeben habe. Du hast es gering geschätzt und verderben lassen. Mir war kalt, sieh da, Herr, wie du dich von den Modetrends und dem äußerlichen Aussehen zur Sklavin machen ließest. Welches Vermögen hast du für Injektionsspritzen gezahlt, um dünner zu werden? Du hast dich auch zur Sklavin deines eigenen Körpers gemacht. Kurz gesagt, du hast deinen Körper zur Gottheit erhoben, zum Götzen gemacht. Und unser Herr führte mir so vor Augen, dass ich mich dadurch auch mitschuldig an der großen Armut in unserem Land gemacht habe und dass ich eben auch in diesem Gebot Gottes Schuld auf mich geladen hatte. Weiter hat er mich auch darauf aufmerksam gemacht, dass ich jedes Mal, wenn ich über jemanden schlecht geredet habe, demjenigen seine Ehre gestohlen habe. Und so etwas wieder gut zu machen, wieder zurückzugeben, ist fast unmöglich. Es wäre viel einfacher gewesen, wenn ich jemanden einen Geldschein gestohlen hätte, denn dann hätte ich einfach den Geldbetrag zurückgeben können, um mein Vergehen wieder gut zu machen. Deshalb ist auch der Raub des guten Rufes eines Menschen viel schwerwiegender als eben ein einfacher Diebstahl von Sachen oder Geld. Auch meine Kinder habe ich bestohlen, indem ich es ihnen verwehrt habe, eine gute Hausfrau und Mutter für sie zu sein. Eine zärtliche Mutter, die die Kinder umsorgt, die immer für sie da ist und ihnen ein praktisches Vorbild für selbstlose und hingebungsvolle Liebe ist. Und nicht eine Mutter, die sich selbst nur auf der Straße herumtreibt und die Kinder allein zu Hause lässt, in der Obhut vom Fernsehapparat als Ersatzpapa und vom Computer als Ersatzmutti und im Kreise von vielen Videospielen als Ersatzgeschwister. Und um mein Gewissen zu beruhigen, kaufte ich ihnen um teures Geld immer nur die besten Markenklamotten, damit sie wenigstens in der Schule und bei ihren Freunden Eindruck schinden und den Neid provozieren konnten. Noch mehr bin ich erschrocken, als ich sah, wie meine Mutter sich Vorwürfe machte und sich fragte, ob sie wohl eine gute Mutter gewesen sei. Und das, obwohl meine Mama eine sehr fromme und gute Frau, Hausfrau und Familienmutter war, die uns immer wieder ermahnt hat, die uns geliebt hat und gezeigt hat, wie sehr sie um uns und unser Wohl besorgt ist. Genauso hat auch mein Vater immer wieder auf seine Art demonstriert, wie gern er uns hat und dass wir das Wichtigste in seinem Leben sind. Und wie ich so in diesen Gedanken versunken war, sagte ich zu mir selbst: Was wird wohl mit mir passieren, die ich meinen Kindern nicht einmal gar nichts gegeben habe? Sie merken es vielleicht gar nicht, dass ich nun nicht mehr da sein werde. Wahrscheinlich gehe ich ihnen gar nicht ab. Das Schaudern lief mir kalt über den Rücken bei diesen Worten, begleitet von einem Schmerz, der mich wie ein Schwert mitten durchs Herz durchbohrte. Ich schämte mich für all mein Versagen auf der ganzen Linie. Ihr müsst wissen, dass man im Buch des Lebens alles so sehen kann wie in einem Film. Und so sah ich eben auch dort, wie sich meine Kinder bei einer Gelegenheit untereinander unterhielten und Folgendes zueinander sagten: Hoffentlich braucht meine Mutter noch länger, bis sie nach Hause kommt. Hoffentlich steckt sie im Stau, denn meine Mama ist sehr langweilig. Und die ganze Zeit kann sie nur meckern und kritisieren. Wie niederschmetternd war
war es doch, von einem Dreijährigen und einer etwas älteren Tochter zu hören, wie sie so über ihre Rabenmutter redeten. Und von Neuem wurde mir bewusst, dass ich sie einer richtigen Mutter beraubt hatte. Ich habe ihnen kein friedliches Heim geboten. Ich habe es verhindert, dass sie in den Kinderjahren durch mein Vorbild Gott kennenlernen konnten. Und ich habe ihnen nicht beigebracht, wie man den Nächsten liebt. Denn es ist doch einfach so, wenn ich meinen Mitmenschen nicht liebe, werde ich auch unseren Herrgott nicht lieben können. Und wenn ich selbst kein Mitleid und keine Barmherzigkeit habe und in der Praxis verwirkliche, dann kann ich auch nicht mit Gott sein und kann so auch Gott niemanden näher bringen oder den Glauben weitergeben. Denn Gott ist die Liebe. Du sollst kein falsches Zeugnis ablegen. Nun gut, jetzt will ich Ihnen noch kurz etwas erzählen über das Thema »Kein falsches Zeugnis gegen den Nächsten ablegen und nicht zu lügen«. Und dabei habe ich es wirklich zur Expertin geschafft. Haben das auch alle gehört? Denn der Teufel hat sich zu meinem Vater gemacht. Denn jeder von uns hat seinen Vater. Entweder ist es Gott Vater oder es ist eben der Satan, der ihm die Vaterschaft streitig macht. Wenn Gott die Liebe ist und ich aber voller Hass bin, wer ist dann mein Vater? Das ist doch nicht schwer zu beantworten und leicht zu verstehen. Wenn Gott mir immer wieder Versöhnung und Verzeihung predigt, wenn er mich dazu auffordert, auch meine Feinde und diejenigen, die mir Schaden zufügen, zu lieben, ich aber nur die Rache im Kopf habe und an das Motto Zahn um Zahn denke, und das war damals wirklich meine Welt und meine Vorstellungen. Gut, wer war also dann mein Vater? Und noch dazu, er, unser Herrgott, ist die Wahrheit selbst und der Satan ist der Fürst der Lügen. Wer war dann also mein Vater? Sie sehen schon, ich kann es drehen und wenden, wie ich will. Das Ergebnis ist immer, dass ich selbst den Teufel zum Vater in meinem Leben erwählt habe. Und ich sage euch, es gibt keine Kategorie-Einteilung der Lügen. Es gibt sie nicht. Weder die rosaroten noch die dunkelgelben oder die grasgrünen Lügen. Jede Lüge ist eben eine Lüge. Und genauso wenig wie diese vorher erwähnten eingefärbten Lügen existieren, existiert auch nicht die Notlüge oder die Gefälligkeitslüge oder die Lüge aus Barmherzigkeit oder die Mitleidslüge und noch so viele andere Arten, die listige Menschen unter dämonischer Anleitung zur Ausrede erfunden haben. Jede Lüge ist eben eine Lüge. Und der Teufel ist der Vater aller Lügen, der Lügner von Anbeginn. Die Lügen, die ich mit meiner Zunge begangen hatte, waren so, so fürchterlich, einfach schrecklich. Ich konnte sehen, dass ich damit die höchstmögliche Punktezahl gewürfelt hatte. Die Lüge ist und bleibt eben eine Lüge. Das Schlimmste ist, wenn man sich selber so in Lügen verwickelt, dass man zum Schluss seine eigenen Lügen für die Wahrheit hält. Und die größte Lüge ist, wenn man sich für heilig hält, wenn man sagt, ich habe nicht gestohlen, ich habe niemanden umgebracht und es gibt keinen Gott. Und wenn es Gott wirklich gibt, dann komme ich direkt in den Himmel, weil ich doch so fromm und heilig bin. Wo sollte ich in meiner Scheinheiligkeit denn sonst hinkommen? Das sind dann die sogenannten Lebenslügen. Bei jeder Gelegenheit, wie zum Beispiel beim Tratsch, den ich in die Welt setzte, wenn ich mich über andere lustig machte oder wenn ich leichtfertig für andere Menschen einen bösartigen Spitznamen erfunden hatte und diesen dann aller Welt erzählte und mich jedes Mal dabei in gehässiger Art und Weise darüber noch lustig machte. Wie sehr und wie viele habe ich dadurch verletzt, gekränkt, der Lächerlichkeit preisgegeben und verleumdet. Und das alles,
habe ich meinen Mitmenschen angetan. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie so ein Spitzname eine Person verletzen kann. Er kann dadurch Minderwertigkeitskomplexe bekommen, die ihn sein ganzes Leben lang begleiten und immer von Neuem Schmerzen bereiten. Zum Beispiel eine Freundin, die etwas molliger war, nannte ich einfach nur die Dicke oder die fette Kugel. Sie ist diese Bezeichnung nie mehr losgeworden und immer nur die fette Kugel geblieben. Ihr hat das sehr zugesetzt. Dieser Frust machte sie zur Frustesserin, was natürlich wiederum auf ihren Leibesumfang Auswirkung hatte. Sie wurde deshalb oft nicht mitgenommen oder nicht eingeladen. Und so sehen Sie, wie Worte auch entsprechende Taten nach sich ziehen können. Und am Schluss kommt ein ganzer Rattenschwanz von Bosheiten heraus. Alles ist nur die giftige Frucht eines leichtfertig hinausposaunten Wortes. Du sollst nicht begehren deines Nächsten Gut. Als sie mir diese Überprüfung meines Lebens auf der Grundlage der 10 Gebote Gottes gemacht haben, stellte sich klar heraus, dass alle meine Übel, Sünden und Bosheiten ihren Ursprung in der Habgier hatten. Dieser wahnsinnige Wunsch, diese Sucht, einfach alles zu besitzen und über alles zu bestimmen. Ich muss haben, statt ich muss sein. Und ich dachte immer, dass ich glücklich sein werde, wenn ich alles Geld der Welt besitze und sehr reich bin. Und dieser Wunsch, Geld zu haben, artete bei mir bald zu einer Besessenheit aus. Mein Herrgott war das Geld. Mein größter Wunsch war es, immer möglichst viel Geld zu haben. Da ich selbst nämlich in jungen Jahren nie Geld hatte, wollte ich, dass meine Kinder Geld im Überfluss zur Verfügung haben sollten. Ich hatte den Irrglauben, dass das Glück des Menschen im Besitzen von Dingen und wertvollen Sachen dieser Welt bestünde. Das war sehr schade und für mich eine große Tragödie, als ich nämlich wirklich viel, viel Geld besaß und mir fast alles leisten konnte, durchlebte ich die schlimmste und unglücklichste Phase meines Lebens. Meine Seele kam an dem Tiefpunkt an, dass ich mir sogar das Leben nehmen wollte. Mit so viel Geld und Reichtum und trotzdem allein und innerlich leer, einsam und verlassen. Ich erlebte es selbst, was es heißt: Liebe, Freundschaft, Zuneigung kann man mit Geld nicht kaufen. Auch für alles Geld der Welt kriegt man beim Versuch, Liebe zu kaufen, meist nur Scheinheiligkeit, Falschheit, Schmeichelei und gespielte Unterwürfigkeit. Ich war also zutiefst enttäuscht, verbittert in der selbstgewählten Sackgasse meines Lebens. Ich hatte den Gipfel der Frustration erreicht und dort wehte ein eisig kalter Wind, der mir nur die Frage in den Sinn brachte: Warum bist du überhaupt hier heraufgestiegen? Die Habgier, wie jede andere Gier auch, also diese Sucht nach Geld und Reichtum, dieser Neid nach dem, was ein anderer schon hat, dieses »Das muss ich auch haben«, hängte sich bei mir ein, nahm mich bei der Hand und brachte mich auf Abwege. Diese Habgier führte mich direkt in Richtung Hölle, weg von meinem Schöpfer Gott, von dessen Hand ich mich durch dieses Habenwollen losgerissen hatte. Mit dieser Gier nach Geld, mit diesem Ausstrecken meiner Hände nach dem Mammon habe ich die Hand meines gütigen Gottes losgelassen. Ich habe mich von ihm losgerissen. Ich habe mich von ihm entfernt. Die Sucht, die Gier führt immer in die Gottferne. Man geht in die verkehrte Richtung und läuft dem Teufel hinterher. Und je weiter man von Gott entfernt ist, desto weniger merkt man seine Gegenwart und desto geringer wird sein Schutz. Und um euch aufzuzeigen, in welch wundersamer Weise sich Gott immer meiner angenommen hat, will ich euch noch Folgendes erzählen.
Mich haben die Rettungsleute nach dem Unfall in ein öffentliches Krankenhaus gebracht, bevor ich in die Klinik der Sozialversicherung gekommen bin. Wisst ihr, was mir in diesem öffentlichen Krankenhaus passiert ist? Es waren dort so viele Kranke und Unfallopfer eingeliefert worden, dass einfach kein Platz mehr war. Sogar die Gänge des Krankenhauses waren mit Betten und Tragbaren überfüllt. Es war also nicht einmal eine Trage frei, um mich bei der Einlieferung dort unterzubringen. Und Gott hat es zugelassen, dass ich auf diese Weise das komplette Verlassensein von den Menschen erlebe. Diese armen Ärzte dort waren total überfordert. Sie wussten nicht mehr, wo ihnen der Kopf stand. Die Rettungsleute, die meine Tragbare trugen, fragten andauernd: Wo sollen wir sie hinlegen? Und die einzige Antwort, die sie jedes Mal bekamen, war nur: Legt sie dort in die Ecke oder legt sie dort auf den Boden. Aber sie wollten mich einfach nicht so auf den Gangboden legen, da sie wussten, dass ich bei meinen Verbrennungen sehr leicht eine tödliche Infektion oder eine Sepsis bekommen könnte. Und in diesen Stunden, die ich dort einfach so herumlag und sich keiner der Ärzte um mich kümmern konnte, da es für sie wichtigere Fälle gab, bei denen sie mehr Hoffnung auf Erfolg ihrer Behandlung hatten, erlebte ich dieses totale Verlassensein von allen Menschen um mich herum. Obwohl es von Menschen, kranken Patienten und gesunden Helfern nur so wimmelte. Wenn sie mich anblickten, wie ich da lag, ähnlich einem verkohlten Stück Grillfleisch, dachten alle Ärzte bei sich, dass ja jede Behandlung sowieso schon zu spät kommen würde und mein Leben eigentlich nicht mehr zu retten wäre. Und ich ärgerte mich noch in meiner hilflosen Lage, dass sich kein Mensch meiner annahm. Und in meiner Verlassenheit und meinem Ärger sah ich auf einmal unseren Herrn Jesus Christus, wie er sich zu mir herunterbeugte und mir in aller Zärtlichkeit seine Hand auf meinen Kopf legte, um mich zu trösten. Ich schloss meine Augen, da ich glaubte, Halluzinationen zu sehen. Aber als ich sie wieder aufmachte, sah ich immer noch unseren Herrn zu mir gebeugt und ich vernahm seine Stimme, wie er zu mir sagte: Schau, meine Kleine, du wirst nun sterben. Zeige jetzt doch deine Sehnsucht, dein Verlangen nach meiner Barmherzigkeit. Stellen Sie sich vor, als ich das hörte, dachte ich mir: Was soll das denn nun heißen, Barmherzigkeit? Verlangen nach Barmherzigkeit? Was habe ich denn Böses angestellt? Warum sollte ich denn Barmherzigkeit notwendig haben? Ich kam in keiner Weise auf den Grund und den Sinn dieses Angebots. Ich hatte eben gar kein Gewissen mehr. Ich hatte es komplett verloren. Ich war schon ganz gewissenlos. Aber was ich ganz klar begriffen hatte: Ich werde jetzt sterben. Es ist meine letzte Stunde gekommen. Und der einzige Gedanke, der mir durch den Kopf schoss, war: Was geschieht nun mit meinen Diamantringen, die ich an den Fingern hatte? Sie waren fest eingegraben in den total verbrannten und geschwollenen Fingern. Und es war meine große Sorge, dass sie beschädigt würden, wenn man sie von meinen Fingern abschneiden oder abzwicken würde. Und bei diesen Gedanken versuchte ich verzweifelt, mir diese Ringe von den Fingern zu streifen. Wissen Sie, wie brutal die Schmerzen von verbrannter Haut und verbrannten Gliedmaßen sind? Sie können sich nicht vorstellen, welche Schmerzen ich mir selber bei diesem Versuch, die Ringe von den Fingern zu bekommen, verursachte. Es löste sich dabei schon das Fleisch von meinen Fingern. Und trotz allem bildete ich mir fanatisch ein, dass es nicht sein konnte, dass ich diese Ringe nicht herunterkriegen würde. Mir war im Leben noch nie eine Aufgabe zu schwierig oder ein Ziel zu hoch. Immer habe ich noch alles erreichen können, was ich mir einbildete. Und diese Einstellung, besser gesagt, egoistische Besessenheit, hatte ich auch in diesem Falle. Ich sagte zu mir selbst: Es wäre doch die Höhe, wenn ich vor meinem Hinscheiden nicht noch fähig wäre, mir meine Ringe vom Finger zu ziehen. Kaum hatte ich es geschafft,
zogen schon neue Wolken der Verzweiflung herauf. Denn es kamen mir die düsteren Gedanken. Mein Gott, ich werde jetzt gleich sterben. Dann werden die Krankenschwestern sicherlich sofort meine wertvollen Diamantringe stehlen und sie einfach verschwinden lassen. Und da kam dann plötzlich mein Schwager zu mir her und mein erster Gedanke der Erleichterung war: Gott sei Dank, jetzt sind wenigstens meine Diamantenringe in Sicherheit. Ich übergab ihm die Ringe und sagte zu ihm: Gib sie meinem Mann Fernando. Und sag meinen Schwestern, sie sollen sich um meine Kinder kümmern, denn meine armen Kinder werden nun ohne ihre Mutter zurechtkommen müssen. Denn ich muss dir sagen, dieses Mal komme ich nicht mit dem Leben davon. Ich werde sterben. Nun konnte ich also in Ruhe sterben. So vernebelt war mein Geist in meiner letzten Stunde, dass ich das Licht, das er mir anbot, nicht einmal sehen konnte. Und wissen Sie, mein letzter Gedanke war: Mein Gott, woher werden Sie das Geld für meine Beerdigung nehmen, mit dieser riesigen Kontoüberziehung, die ich momentan auf meinem Bankkonto habe? Und sehen Sie, das ist die Geschichte einer Person, die ihr Gewissen verloren hatte, die die letzten Gedanken und Momente an den Tand dieser Welt verschwendete und vor lauter Scheinheiligkeit gar nicht an die Ewigkeit, an die Zukunft der Seele und an das Angebot des Herrn dachte. Gerade wenn man sich gar so heilig einschätzt, schlittert man sehr leicht in Richtung Verdammnis oder trägt durch diese falsche Einschätzung oft noch zur eigenen Verdammung bei. Ende Teil 12. Liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, wenn Ihnen dieses Audiobook gefallen hat, so opfern Sie Ihre Gebete für die Armseelen im Fegfeuer auf, Ihre Familienangehörigen, Freunde und Wohltäter. Wenn Ihnen der Kanal Menschenfischen wertvoll ist, so unterstützen Sie diesen. Alle dazu nötigen Informationen finden Sie in der Videobeschreibung. Vergelt's Gott und ein herzliches Dankeschön.